Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe ein Paket und da drin ist ein Smartphone, aber dieses Smartphone ist nicht für mich. Ich bekomme es aber mal wieder aus dem Bekanntenkreis zur Verfügung gestellt, um damit ein paar lustige Videos zu machen und dem Gerät ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. So. Rechnung und Verpackung mal zur Seite. Leerer kleiner Karton. Und, Mann, ist das winzig. Wir haben hier das Sony Xperia Tipo. Also, das Ding sieht doch schon mal sehr klein aus. Nicht nur von der Verpackung. Was steht hinten drauf? 3,2 Megapixel Kamera, 500 MHz Prozessor, 3,2 Zoll. Das erinnert so an frühere iPhone-Zeiten. GPS und das war's auch schon. Also mehr Infos. Sony hält sich hier auch an der Verpackung auch sehr mit Informationen zurück. Und ich sehe gerade, anscheinend ist es hier die Deep Red Variante. Gut, dann gucken wir noch mal rein. Rabattgutschein, Kurzanleitung, Informationen und noch ein bisschen Garantiezeug. Dann ein Ladekabel. Das dürfte USB auf, Micro-USB sein. Aufatmen. Dann natürlich unser Akku. Was haben wir da? Wie viel Ampere? 1500 mAh. Unser Standard-USB-Stecker mit Sony-Logo. Und da haben wir auch schon das Telefon. Klein in Rot. Oh Mann, das Ding kostet auch, glaube ich, nur so irgendwie knapp über 100 Euro. Und gut, der Akku ist noch nicht drin. Ich kriege da ja immer so eine mittelschwere Krise, wenn sich jemand ein günstiges Einstiegs-Android-Gerät, was weiß ich, zwischen 100 und 200 Euro zulegt, am besten noch unter 100 Euro. Und ich bin derjenige, der das dann irgendwie ausbügeln darf, erklären und sonst was und kriegt dann immer Schreianfälle, warum dann einer nicht für 250 Euro oder 200 Euro ein gebrauchtes Galaxy Nexus oder ein brandneues Nexus 4 für 300 Euro gekauft hat. Aber okay, ich verstehe auch, dass Leute nicht viel Geld für ein Smartphone ausgeben wollen, damit einfach nur telefonieren wollen, vielleicht hier und da mal eine E-Mail checken oder gucken, was weiß ich, Wegbeschreibung. Und ich kann es nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen, aber ein bisschen reinversetzen kann ich mich dann auch. Und gut, ich freue mich hier über die Gelegenheit, mal so ein Low-Budget-Sony-Gerät aus der neuesten Xperia-Reihe dann auszuprobieren. So, ich baue jetzt den Akku ein, richte das Telefon ein und dann gucken wir uns die Kiste doch mal ein bisschen genauer an. Was ich jetzt fast vergessen hätte, wir haben hier noch einen Speicherkartenslot. Wir haben hier unseren Slot für unsere normalgroße SIM-Karte. Dann einmal kurz den Deckel wieder drauf. Rückseite, Lautsprecherausgang und unsere 3,2 Megapixel Kamera. Rechte Seite Volume-Tasten und ich denke mal ein Mikrofon, bin mir aber nicht ganz sicher. Unten nichts. Linke Seite dann der Micro-USB-Port. Oben dann unseren Off-Switch, Kopfhörereingang. Und an der Vorderseite keine Frontkamera, kein Taste zum Drücken, sondern diese Standard-Android-Touch-Dinger. Und das war's auch schon.